Hallo Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part von Minecraft Jump N 1 mit Tobi und Benny. Diesmal Nordlukas ist leider verhindert aus nicht bekannten Gründen. Also das heißt, wir machen jetzt erstmal Alone zu dritt weiter. Benny? Hä? Hast du mich gerade geschlagen? Aus Versehen beim Spawn. Okay, das war wie so ein Lag irgendwie. Ich dachte, das war voller Lag. Boah, ich glaube, man könnte sich, wenn man kurz vor dem Sterben noch ins Bett legen. Keine gute Idee. Willst du dich da unten in den Bett legen? Kannst du mal neu anfangen, ne? Ja. Benny hat die Challenge übrigens aufgegeben, richtig? Nein, ich hab's geschafft. Ja! Oh, guck, ich hab grad einen Fackel. Wow, aufgestellt. Ich hab's geschafft! Bin ich ein Profi. Boah, ich nehme mit 210 FPS aus, wie geil. Oh mein Gott. Ich würde euch gerne meinen Shader zeigen, aber das ist etwas dunkel. Daniel würde euch gerne seinen Schwanz zeigen, aber das, wir haben ihm das ausgeredet. Wie ihr hier sehen könnt. Was ist hier? Kann man eigentlich manchmal Leute schlagen und manchmal nicht? Oh, sorry. Ja, bitte, Daniel. Mach's doch, wenn du möchtest. Mach Tag. Lässt mich eh nicht lang, der Operator. Ja, mach einfach Tag, wenn du möchtest. Was denn, Jungs, wie es geht? Ach, wird auch nicht funktionieren. Und Nacht. Wie auch immer das passiert, ist ja scheißegal. Ach, jetzt ist scheißegal. Ja, lustig. Na, wenn so wie das so möchte, dass das die ganze Zeit Nacht bleibt. Naja, warum soll ich die ganze Zeit dann alle zwei Minuten diesen scheiß Comment eingeben? Jedes Mal, wenn irgendeiner eine Challenge schafft, nur wenn das schon zwei Tage geworden ist. Das sehe ich nicht ein. Das ist umständlich. Das ist auch zu umständlich, einfach mal schön einen Comment einzugeben. Als ob du für einen Jumpman einen Trailer bräuchtest. Sieht schön aus. Kannst beim Springen die Vielfalt der Farben beobachten. Habe ich eine Fackel im Flut aufgenommen? Ist nicht aufgenommen, nach unten. Oh. Das sind alles gleiche Sprünge. Ne, alle gleichen. So nebenbei erwähnt, ne? Man kann die auch eventuell Stück für Stück machen. Ist schwieriger für mich. Ich schaff das nicht Stück für Stück. Das ist schwieriger Stück für Stück. Was wir nochmal gesagt haben, als Möglichkeit. Nein! Wenn ihr einfach Leertaste gedrückt halten, funktioniert übrigens nicht. Ich weiß nicht, ob du es wirklich gemacht hast, aber das sah verdächtig aus. Funktioniert. Funktioniert nicht. Ich hab mir eine neue Maus geholt, Benny. Das kümmert's mich. Weiß ich nicht. Wollte dich jetzt, dass du jetzt endlich mal wieder deinen Cursor bewegen kannst. Ja, eine schöne Maus, die auch noch blau-rot leuchtet. Oh mein Gott, das. Er hat sie sich noch. Man kann natürlich versuchen, sein Geld verschwenden. Oder er hat sie sich noch deswegen gekauft. Und weil meine alte Maus. Kann die wenigstens irgendwas, hat die noch irgendwelche Makrotasten dran oder so? Nein, es ist eine 11-Euro-Maus. Oh! Was ist das Problem damit? Oh Benny, ich hab mir eine neue Maus gekauft, die blau-rot leuchtet. Ja. Oh. Da kann man schon mal. Oh, da bist du schon mal gewachsen um 2 mm, ne, als du das gerade gesagt hast, ne? Warum? Ja, keine Ahnung, weil dein Ego so stark angestiegen ist, dass es deine Körpergröße mit angehoben hat. Genau. Einfach mal so eine Information rauszugeben, dass man sich was Neues tut, das ist ja auch so schlimm. Ich hab mir auch was Neues geholt, Benny. Ja, du bist raus, Tobi. Bei dir ist nichts anderes. Ich hab mir zwei Brillen gekauft. Ey, ne. Was halbwegs sinnvoll ist, glaube ich nicht. Kannst du mal sehen, hä? Das Beweisfoto. Nee, die sind noch in Bearbeitung. Ich hab mir vorhin zwei Brillen, warum zwei Brillen? Eine fürs Fahren oder wie?
Nee, beide fürs Fahren. Einmal Sonnenbrille und einmal normal. Die Sonnenbrille so. Gab's quasi kostenlos für 10 Euro dazu. Ne, hättest du da einmal richtig viel Geld investiert, da hättest du so ein einen Haken. Du willst gar nicht wissen, wie viel Geld ich bezahlt habe. Nee, aber lass mich mal ausreden. Ich habe gesagt, einmal richtig viel bezahlt und bezahlt, dann hättest du dir so eine Brille holen können. Die normale Glasbrille, die je nach Helligkeit wechselt. Ja, genau, Benny. What the hell? Und jetzt erstmal ohne Scheiß. Mein Opa hat so eine Brille. Die war zwar teuer, aber das ist eine normale Glasbrille mit Stärke, ja. Aber ja. Die hat solches Glas, bei Helligkeit wird das automatisch dunkler. Übel geil. Okay. Krass. Das ist richtig geil. Ja gut, ne, ich weiß halt nicht, wie dunkel es dann wirklich wird, weil ich habe halt jetzt wirklich auch die stärkste. Ja, der Helligkeit entsprechend. Ich habe halt wirklich auch die stärkste Lichtdämpfungsstufe. Die beim Autofahren zugelassen ist. Die Frage ist halt, ob dein Opa seine Brille fürs Autofahren auch zugelassen ist dann. Weil das, was ich habe, ist auf jeden Fall zugelassen dann. Zwar nur gerade so, aber es ist zugelassen. Ja, klar, es ist zugelassen. Und es hat auch sich extra fürs Auto gekauft. Stärke und so weiter dann. Alter, ich bin noch ein paar hundert Euro ärmer geworden, Alter. Ach, beschwer dich mal nicht, du kaufst dir jeden Tag was unten Müll. Und dann, ach, Mann, die 100 Euro für eine Brille, ach Mann. Ich sagte mehrere 100 Euro. Frechheit, ja. Forever alone. Nichts im Vergleich zu dem gesamtrechneten Wert von allen Bildschirmen, Mäusen, Tastaturen, Spielzeug. Ja, und da habe ich ja viel mehr von. Kugelschreiber. Meine Tastatur kommt übrigens im Laufe der Woche. GG. Ja, Benny, ne? Also, musst du da mal die Brille angucken. Bin ich ja mal gespannt, was deine Meinung dazu ist. Also, ich fand's eigentlich in Ordnung. Ich hab's ja nicht umsonst gesehen. Nein, am Ende nicht. Weißt du, wie schwierig das für mich war, eine Brille zu finden, die bei mir halt mal halbwegs normal aussieht? Das war ja schrecklich, einfach alles sah scheiße aus. Hättest du einfach mal so eine vollkommen übertriebene Pornobrille nehmen. Ja, haben wir auch versucht. Brillen sehen immer scheiße, weil ich finde, meine Brille sieht bei mir auch scheiße aus, ob ich es jetzt einfach aufweise. Vor allem Brillen sehen immer scheiße aus, hm? Ja, das tut mir leid, aber ich habe auch keine schöne Brille gefunden, die mir passt. Überhaupt keine. Nein, also habe ich mir einfach Brillen, eine. Das heißt aber nicht, dass es bei jedem so ist. Daniel, schieb's nicht auf die Brille, es kann einfach sein, dass du nicht schön bist. Vielleicht hast du einfach nur kein Brillengesicht. Kann ja, das kann, das kann das kann auch sein. Stefan sein. Ja, aber vielleicht hat auch Gesicht und sonst was auch noch. Vielleicht hat Daniel auch einfach kein Gesicht. Ich bin ein gesichtsloser Mensch. Soll ich nochmal schlagen? Dann hast du F tot. Ey, Benny, weißt du noch, wo sich Stefan mal die Opa-Brille aufgezogen hat, ey? Nee. Sogar die hat ihm gestanden. Ernsthaft? Ja, echt. Stefan hat ein Brillengesicht, ja. Würde ich jetzt ja, sagen, so. Aber echt, also ich habe dir meine Brille gegeben, das war eigentlich auch voll in Ordnung. Aber okay. Die Opa-Brille sah echt geil aus irgendwie, hatte was. Hast du schon Stefans neues Profilbild bei WhatsApp gesehen? Nee, ich habe Stefan nicht bei WhatsApp, glaube ich. Ah doch, ich habe ihn bei WhatsApp. Muss mal angucken. Keine Ahnung. Ich hätte bei der Zeit, ne? Ja, der hat seinen Perser-Kater reingesetzt in Nahaufnahme, übel. Oh geil, Kenny oder Calvin? Ich hab ihn heute gefragt, wie heißt, und er hat mir irgendwie einen Namen zusammengesetzt aus 20 Substantiven genannt. Kevin Meiner, der große, alte, bla bla bla, mit 20 Adjektiven noch dazwischen. Ich hab gesagt, du rufst ihn. Das sieht wie Kevin aus, ja. Sehen eigentlich beide gleich aus, du kannst es nur am Blick erkennen. Der eine hat ein paar Emotionen, der andere hat gar keine Emotionen, der guckt immer gleich. Weißt du, jedes Bild und jedes Mal, wenn ich den Kater gesehen habe bei ihm zu Hause, ich habe ihn gestreichelt, ich habe ihn auf den Arm genommen, ich habe ihn beobachtet, als er gegessen hat. Benny, du musst ihn jetzt nicht. Das habe ich dir vergessen zu sagen. Der sah gleich aus, der hat gleich geguckt, sogar beim Scheißen guckt. Den letzten Sprung musst du nicht machen, du kannst den letzten Sprung kannst du dir sparen. Du kommst einfacher von hier, wo ich jetzt stehe, kommst du einfacher hier hin. Ja, das, hätte ich ihm auch sagen können, aber irgendwie die hab ich das vergessen.
Ich hab's vergessen. Darf ich die Melonen abbauen? Nein. Was passiert, wenn ich's tue? Weiß nicht. Du kannst ja mal ausprobieren. Ich baue so lange den Bedwatch Block hier ab. Ey, warte mal. Es ist zumindest ein Zeichen, dass er kaputt gemacht wird. Finde ich ja süß. Ey, was? Nein, ihr macht weiter. Das funktioniert. Ich hab's fast geschafft. Worum geht's denn jetzt? Bedrock abbauen. Mit der Hand. Bedrock abbauen. Oh, mit der Hand auch noch. Das funktioniert auf jeden Fall. Los, Daniel. Arbeite für mich. Ey, ich bin ja am Arbeiten. Okay. Ich hab Tobi schon 4 Tode durch Schlagen verpasst, also. Ups, kann man sich schon mal freuen, ne? Ja. Tobi muss da langsam mal ein bisschen rankommen, ja, oder wie siehst du das? Stopp! Stopp, hierhin. Ich weiß auch. An. Hatte das Gefühl einfach. Mach einfach Rechtsklick aufs Bett, das hätte bestimmt schon funktioniert. Naja, so geht's auch. Jump Counter 150. Noch 350. Oh Mann, ich muss aufpassen, dass das man nicht auf die Schrift drauf fliegt. Okay. Oh, Alter, wow, das ist ja nicht so einfach. Ah, jetzt verlässt das ja Sprung. What the fuck? Fragezeichen. Naja, hier ist eine Leiter. Ah! Naja. Ah, jetzt muss ich das wieder mit dem so komisch machen wie bei der Challenge da. Wie bei der Challenge, ne? Ja, ich weiß, was gemeint ist, und das ist mir egal. Ja, und die Zuschauer, die da mal zugucken wollen, die sind ja alle egal. Nicht wissen. Die wollen Daniel doch noch fällen sehen. Wie Daniel immer in der Luft versucht, die Luft zu schlagen. Ja. Nein! Daniel. Warum? Ich mag das mit meiner neuen Maus zu klicken. Ja, klingt sehr elegant, Daniel. Du hast das nicht mal. Doch. Ja? Ja! Ansonsten hätte ich es jetzt nicht gesagt. Die kann etwas elegant klingen. Das war ironisch und bedeutend dafür, es klingt scheiße. Das ist nicht mein Problem, ich finde es klingt schön. Hauptsache, du bist überzeugt. Jo, ich glaube, ich kann ja aufsteigen. Das ist jetzt für mich auch langsam schwierig. Ich bin nicht gestresst. Ich war zu nervös. Oh Mann, ich hatte es. Sorry. Alter, ich hab's gerade zum ersten Mal auf den Block geschafft. Tut mir leid. Das war nicht mit Absicht. Eh nicht. Du Kanacken. Boah, du Scheiß. Alter. Boah, ich bin fast auf die Schrift drauf gesprungen. Also ich glaube, wir sind schon mal gut im Synchron. Sterben? Synchronfallen, ja. Tobi, mach mal eine neue olympische Sportart raus. Boah, ich glaube, da habe ich auch schon mal was von gehört, Synchronfallen. Ah! Oh, fuck! Beinahe! Und die Krönung ist dann synchron sterben. Ich sollte auch springen. Und überhaupt erstmal sprinten. Oh ey, ich bleib auf der Leiter nicht hängen. Das ist ein bisschen doof, ne? Ja, geht mir genauso. Ich hab's einmal, hab ich's geschafft, da bin ich auf die Leiter drauf und nicht an die Leiter dran gesprungen, durch Zufall. Mhm. Hab ich die Ecke so perfekt geaimt, kannst du wissen. Ja? War das gut, nicht Englisch? War das kurzer Cut, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, viel Spaß, ciao.